Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir finden können und erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir das Achievement Winzige Menagerie und dafür müssen wir Folgendes machen. Erhaltet eine Reihe von Haustieren aus alternativen Zeitwegen, indem ihr Zeitrisse abschließt. Und das sind insgesamt 7 Stück. Und ja, was müssen wir dafür machen? Als allererstes solltet ihr wissen, es gibt mit Patch 10.1.5 ein neues Event, und zwar die Zeitrisse in Taldrassus. Die gehen jede volle Stunde los, heißt um 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr und so weiter. Hier ist es dann so, dass ihr einfach, sobald es quasi angeht, also ja, meistens so um 1 nach, mit ihr hier sprechen müsst, sie Stormy, und dann könnt ihr bei dem Event mitmachen. Bei dem Event ist es dann so, dass es 2 Phasen gibt. In der ersten Phase müsst ihr hier rund um dieses Türhold-Reservoir quasi Aufgaben erfüllen, Mobs töten, irgendwelche kleinen Rätsel lösen, Bosse töten, um einen Balken oben aufzufüllen, um dementsprechend Kisten zu bekommen, wo ihr dann eine Ressource rausbekommen könnt. Und zwar, die Ressource schimpft sich einmal hier diese Flocken, parakausale Flocken schimpft sich das, und die braucht ihr unter anderem, um beim verschiedenen Händlern Waren zu kaufen. Da kommen wir aber nachher gleich noch zu. Und sobald die erste Phase abgeschlossen ist, die dauert 9 Minuten, ist es so, dass hier in der Mitte ein Portal aufgeht. Das wird dann auch angekündigt. Bei dem Portal handelt es sich einfach um einen Zeitriss in eine alternative Zeitebene. Und ja, wenn ihr da reingeht, könnt ihr dann einen Boss umhauen. Der hat noch eine Minute quasi so einen Schutz drauf, dass man ihn nicht angreifen kann. Danach könnt ihr ihn quasi mit umhauen. Und wenn ihr den Boss tötet, gibt es eine Möglichkeit, dass ihr Loot bekommt. Und zwar kann da alles Mögliche drin sein. Es gibt insgesamt 7 verschiedene Zeitrisse. Und diese 7 verschiedenen Pets kommen jeweils aus einem anderen Zeitriss. Heißt, ihr braucht aus jedem Zeitriss ein Pet. Die Pets können, wie gesagt, bei den Bossen droppen. Also dies ist so ein Push-Loot, also der ploppt einfach auf, ihr müsst sie nicht looten. Und wenn ihr nichts kriegt, verzweifelt nicht, das ist nicht so häufig, dass man Loot kriegt. Da können dann noch Mounts drin sein, Pets, Toys. Ne, Toys glaube ich keins drin, aber ein Haufen T-Mog ist auf jeden Fall drin, also es gibt viel Zeug. Jetzt hat der ein oder andere vielleicht von euch nicht so viel Glück und kriegt nie das Pet, sondern kriegt immer blöderweise einen Mount oder einen T-Mog. Keine Sorge, alle diese Items könnt ihr auch bei den Händlern kaufen gegen die besagten Flocken. Diese Flocken bekommt ihr sowohl aus den Kisten, wenn ihr oben den Balken auffüllt, als auch wenn ihr Mobs hier tötet, kriegt ihr auch Flocken. Und wenn ihr das Ereignis abschließt, kriegt ihr auch nochmal eine ganze Menge an Flocken. Die Händler sind dann quasi hier hinten und hier könnt ihr dann quasi auch alle Items kaufen, die es bei den Bossen gibt oder auch aus diesen Kisten. Ganz selten gibt es nämlich in den Kisten auch Loot, habe ich auch schon ein Pet rausgezogen. Heißt, hier können wir uns das erste Pet kaufen, Dornhornjunges schimpft sich das. Dann haben wir hier bei der Goblin-Dame Obsidian-Kriegswelpe, dann haben wir hier Gruselblick, dann bei der Elfin haben wir hier Verdammnissteinchen. Dann haben wir hier bei dem DK N-Ruby und dann haben wir Grill-Dan bei dem Murloc. Also das sind die 7 Pets, die könnt ihr wie gesagt alle kaufen oder ihr habt halt auch Glück und kriegt das quasi in den Rissen selber. Als kleiner Tipp hier für das Event im Allgemeinen, ich würde erstmal alle Marken sparen, so viele wie ihr habt, und nur die Sachen bei den Rissen holen. Denn bei den Rissen ist es quasi for free, da kriegt ihr keine Doppelungen. Doppelungen kriegt ihr erst dann, wenn ihr Items kauft, dann können die trotzdem noch in den Rissen droppen. Wenn ihr nur Items aus den Rissen habt, kriegt ihr keine Doppelungen tatsächlich. Also das ist mir aufgefallen. Dementsprechend schaut, was ihr haben wollt von den Händlern. Holt euch erstmal alles aus den Rissen, was geht. Und wenn ihr genug Abzeichen habt, alles andere zu kaufen, was ihr haben wollt, erst dann kauft es, sonst werdet ihr hier länger Zeit verbringen und ja, das ist halt unnötig. Außer ihr sagt, okay, ich muss jetzt dieses eine Pet oder Mount sofort haben, dann kauft es euch, ne, aber wenn ihr es effizient farmen wollt, wartet erst, bis ihr genug Marken habt, alles Restliche zu kaufen. Es wird ja immer weniger, weil ihr immer wieder Drops bekommt und dann könnt ihr das halbwegs effizient machen. Gut, mehr ist es nicht, sobald ihr alle Pets, wenn ihr gedroppt bekommen habt oder gekauft habt, gibt es das Achievement und damit sind wir durch mit dem kleinen Achievement Guide. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.